Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Johannes Neumeier, schönen Donnerstag. Das Kleinwalsertal darf, wie berichtet, keine Flüchtlinge aufnehmen, weil diese über Deutschland reisen müssten, was laut aktueller Gesetze illegal wäre. Nun hat das Innenministerium den Vorarlberger Nachrichten gegenüber bestätigt, dass Wien und Berlin an einer rechtlichen Lösung arbeiten. Ansonsten müssten die Flüchtlinge per Hubschrauber oder zu Fuß ihren Weg ins Kleinwalsertal finden. Milch und Brot aus dem Onlineshop könnte es auch bald bei uns im Land geben. Verschiedene Handelskonzerne planen nämlich Lebensmittel-Onlineshops für Vorarlberg. Michael Tagwerker, Geschäftsführer der Sparte Handel bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg, hält das jedoch für unnötig, denn das Nahversorgungsnetz im Land sei sehr gut ausgebaut. Eine drogensüchtige Frau ist am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Im benebelten Zustand hat sie einer Bekannten mit einer schmutzigen Nadel den Rücken verletzt und sie möglicherweise mit Hepatitis C infiziert. Weil die Infektion aber so nicht beweisbar und auch kein Vorsatz nachweisbar ist, ist sie nur zu einer Geldstrafe von 640 Euro verurteilt worden. Und der Zustand des 6-jährigen Jungen, der bei einem Grillunfall in der Laas schwere Verbrennungen erlitten hat, ist stabil. Wie die Polizei Klösterli berichtet, liegt der Bub nach wie vor in einer Münchner Klinik im künstlichen Koma. Er ist aber außer Lebensgefahr. So viel zum Wichtigsten aus Vorarlberg in 100 Sekunden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.